Hallo Leute, willkommen zu der nächsten Zeitquest. Ja, wir müssen jetzt die Male hier reinholen, weil die ist jetzt wichtig wie dies hier. Save State und sehen uns mal an, was in Schloss Guardia los ist. Hallo? Auf Befehl des Königs bleibt der Saal geschlossen. Okay, da ist auch geschlossen. Es gibt dann auch einen Weg, den wir gehen können. Und die Schwachstellritter können mich mal. Und das Schloss hat sich auch geändert. Seht euch mal diese Veränderung an. Ja, es hat sich geändert. Vieles. Und okay, ich kriege überhaupt nichts gemacht, solange du hier rumstehst. Okay, wieso bewachen die? Lass den Unsinn. Okay, die werden hier alle bewacht. Was ist hier los? Was geht hier ab? Hallo, was geht hier ab? Verschlossen, okay. Hier komme ich dann wohin? Das ist das Schlafzimmer des Königs. Kein Zutritt. Lasst mich durch! Weiß irgendjemand, was die Regenbogenmuschel ist? Nein, ich auch nicht, bis ich dies hier fand. Ein Vermächtnis der Vorfahren, darin heißt es, enthüllt den Bürgern die Regenbogenmuschel zur Jahrtausendfeier. Wie bitte? Wir verfügen über keine Erbstücke. Das hier ist also gefälscht? Warum gönnt der Angeklagte den Leuten keinen Blick auf die Muschel? Weil er sie nicht mehr hat. Er hat sie gegen Bargeld verkauft. Den Zeugen bitte. Ich hasse diesen verdammten Kanzler. Was? Was ist? Nadia? Wir sind mitten in einer Verhandlung. Vater! Nadia, der Kanzler dichtet mir etwas an. Er steuert Beleidigungen um sich. Beweist eure Unschuld. Beweisen? Ja, wenn er das Erbstück nicht verkauft hat, muss es im Schloss sein. Zeig mir die Muschel und ich akzeptiere seine Unschuld. Hehe. Du Wichser, du hast irgendwas gemacht. Kanzler, was für ein Spiel spielt ihr hier? Beseitigt sie. Was zur Hölle? Kein Zutritt. Lasst mich durch. Nicht einmal ihr dürft hier rein, Prinzessin. Die Regenbogenmuschel wird des Königs Unschuld beweisen. Was soll das? Lügen. Es gibt kein Erbstück. Wir haben 600 AD die Geschichte geändert. Also sollte die Muschel hier im Schloss sein. Aha, die Regenbogenmuschel vor 400 Jahren ist noch da. Sie ist sicher im Keller. Ach, fick dich. Ah, die Musik im Gerichtssaal ist auch geil, aber ich wusste, dass da irgendwas mit diesem verfickten Kanzler ist, als er sein Auge gemacht hat, als sein Auge so geglänzt hat. Da wusste ich schon, dass er irgendwas Böses vorhat. Und du? Autsch, eine Ratte hat mich gebissen. Pussy. Dumm, den Chef juckt es, das Übel zu rächen, das 13 Generationen die Familie belastet hat. Gehihi. Dümmer? Er wird den König was anhängen. Gahaha. Hä? Imkauer. Okay, das ist ein Impffresser. Ach du heilige Kacke, wie schwach seid ihr denn? 16 Erfahrungspunkte. Oh, okay. Triple Tag Lebenslinie gelernt. Lebenslinie? Eine Verschwörung. Beeilen wir uns. Yeah. Ich kaufte dem König die Muschel ab. Er brauchte das Geld. Lügner, ich habe dich noch nie gesehen. Ruhe im Gerichtssaal. Hehe, war ich überzeugend? Perfekt. Ja, du verdammter Wichser, wie bezahlst du alle hier rum? Ach komm. So, weg mit dir. Hier kommt die nächste Schlampe oder nächste Wichser. Das sind Truhen, die ich... Oh, das sind sehr viele Truhen. Sehr viele Truhen. Belebung. Wie soll ich jetzt an den Truhen rankommen? Hallo, wie soll ich an diese... Okay. Aber erstmal will man diese Triple Tag sehen, was sie gelernt hat. Belebt eigene Person einmal. Okay. Ach komm, was willst du eigentlich? Nagerette. Du bist weg, Nagerette. Oder Nagertier oder irgendwas anderes, was du sein sollst. Ich krieg die Muschel. Ach, das wird so ein kleiner Spaß hier. Also, die Geschichte, wo der Vater hat doch die Tochter verstoßen. Und jetzt wird sich da zeigen, ob das wirklich war, ob der Vater sie wirklich liebt. Irgendwas mit Zeit stand da. Aber das ist so eine Kacke. Dieser verdammte Kanzler hat die ganze Zeit etwas gegen mich.
Hat man ja gesehen, als er Krone verdächtigt hat. Egal, egal, egal. Jetzt bist du weg, du verdammter Wichser. So ein Wichser war das. Er hat mich ganz halt verdächtigt. Und bam, 388. Gut, gut, gut. 24 Erfahrungspunkte. So, Belebung gehalten. Safe State. Und rein mit uns. Und hier muss die Muschel sein. Elixier halten. So. Lapis erhalten. Hier ist die Muschel. Die Regenbogenmuschel. Ist das ein Brief? An Male. Liebste Male, ich weiß, zwischen dir und deinem Vater herrscht Streit. Doch nichts vermag das Band des Blutes zu brechen. Weder Zorn noch Distanz. Wenn du eines Tages Kinder hast, wirst du verstehen. Dieses besondere Band ist Teil unseres Stammbaums, der uns verbindet. Königin Gardia, die Elfte, Lena. Obwohl ich keine Emotionen habe, ist an diesem Brief doch etwas Warmes und Freundliches. Ja, das sehe ich auch. Vater, halt raus, wir kommen. Ja, wie willst du die Muschel... Ein Prismateil erhalten. Okay. Geschworene, wenn ihr ihn für schuldig befindet, geht nach links, wenn nicht nach rechts. Gleiche Spiel wie uns? Ja, ist klar, die gleichen Soldaten. Schuldig. Ist klar, die sind alle was schuldig. Okay, komm. Jetzt, ja, komm, hör auf. Ihr Schlangen seid sowieso behindert im Kopf. Die Musik im Hintergrund ist auch geil. Die habe ich lange nicht mehr gehört. Din, 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 din. Warte, das ist die, fast die letzte Sidequest, die wir machen können. Danach gibt es eigentlich keine mehr. Also doch, nach der kommt noch zwei andere Sidequests. Okay, wie eingesperrt, okay. So, so, und so, und so. Und hier, lass mich durch. Nicht einmal ihr... Überleg's dir nochmal. Nein, Prinzessin. Es gibt einen Weg. Etwas holprig, aber mir nach. Was wollt ihr machen? Das Urteil lautet, schuldig. Der König wurde von seinen eigenen Leuten verraten. Das ist echt hart. Hier endet die Linie Gardia. Jetzt bin ich dran. Bringt ihn weg. Halt! Wer ist da? Hier spricht die Göttin. Okay, du kletterst einfach beim Fenster hoch. Vater! Ist klar. Ist klar, wir sind hier bei Actionman und so alles. Nadia! Prinzessin, beherrscht euch! Ja, ist klar. Ihr seid zu spät, der König wurde verurteilt. Auch für Könige gelten Gesetze. Nein, das war geplant. Unsinn, der König ist ein Gauner. Aber der Schatz ist hier. Haha, unmöglich! Euer Plan ist durchschaut, Kanzler. Ich meine, hä? Hihihihi, nichts hast du durchschaut. Ich will meine Vorfahren rächen. Wir, du Super Ultra Presto Transformo! Ja, seht euch mal diesen Bastard an. Ja, das ist Yakra. Yakra, der Sturm und Chaos. Er macht sehr wenig Schaden. Was zur Hölle? Eisangriff. Hör auf dich an. Hör auf damit. Verdammte Kacke nochmal. Roboangriff. Zum Glück ist der nicht verwirrt und kann in Ruhe angreifen, aber er hat auch sehr viel also Lebenspunkte. Oh oh. Wie viel Schaden macht sein Erdbeben? Ach, leck mich. Drohoho. Ach, leck Eier, Mann. Ich mach einfach einen Super Volt bei dir. Dann machst du hier. Ach, Kacke. Attacke. So. 217. Ich hasse dich dafür, Krone, dass du so bist. Angriff.
Komm, gib ihn. Robo-Angriff. Attacke, komm. Gib ihn einen Schlag. Safe State. Ich weiß ja nicht, ob Chrono noch irgendwie geistig dabei ist, aber irgendwie ist er behindert. Ach komm, hör auf. Der ist so leicht. Maxi-Klon. Okay. Robo-Angriff. Angriff. Und Attacke. 308. Okay, er war nicht verwirrt. Egal. Sturm und Chaos. Ist er jetzt verwirrt wieder? Super Volt. Attacke. Sehen wir uns mal ein Super Volt an. Ich hoffe, es macht viel Schaden. Ja, das macht sehr viel Schaden. Der ist sowieso schwach. Ich muss ja aber gleich mal ein bisschen heilen. Leuchten. Du machst mal Angriff. Robo wird uns gleich alle heilen. Gut so. Heilstrahl. Angriff. Leuchten. Ja, die sind alle geheilt. Super. Das war doch mal toll. Safe State. Und leuchten nochmal. Ach, der Boss. Egal, der Kanzler hat es auch verdient. Dieser verdammte Kanzler hat es echt verdient. Das ist es. Ja, was ist was? Leuchten. Robo-Angriff. Belebung. So. 930. Danke, dass du Krone wiederbelebst. Leuchten. Kraftsegen auf alle. Ah, gut, gut, gut. Kraftsegen, komm, heil uns alle. Das kannst du doch toll, oder? Heil uns. Dankeschön. Oha. Sturm und Chaos. Leuchten. Eisangriff. Din, 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 din. Der Eisangriff, komm her. Oha. Vitamin und what the fuck? Aura-Wirbel. Schock bei ihm. Danke. Jetzt gib ihm den letzten Schlag. Gib ihm einen Schock in die Fresse. Komm her. Okay, das ist gut. Wieder besiegt. Willst du uns noch zusätzlich angreifen oder was ist los? Ja, er ist tot. Er ist tot. Puh, Kanzler. Puh. Das alles, dass du mich eingesperrt hast und so alles. Und dachtest noch, dass du mich besiegen könntest. Ha. Mega Elixier. Safe State. Und da war. Da liegt da was. Vater, ich. Nein, sag es nicht. Es war mein Fehler, so stur zu sein. Nein, ich hätte wissen müssen, wie du dich gefühlt hast. Mein Herz wusste, aber sagen konnte ich es nicht. Mir geht's genauso. Ich dachte, du hättest mich verlassen, aber in Wahrheit war es genau umgekehrt. Oh, echt traurig. Aber jetzt bin ich hier. Wir werden über alles reden, was passiert ist. Über Krone und Mutter und
Deine Mutter, wie traurig. Ich habe so lange gebraucht zu verstehen, was Alisa mit ihren letzten Worten sagen wollte. Wenn Nadia eines Tages erwachsen ist, wird sie dir ihren Geliebten vorstellen. Heiß ihn willkommen und vergiss diesen Tag nie. Ah, Kronos, ihr Geliebter. Das hat sie gesagt? In der Tat. Du warst so klein und sagtest, Papa, wie schön, dass alle hier sind, die ich mag. Dich glücklich zu sehen, hat sie beruhigt und sie konnte friedlich einschlafen. Ey, das ist echt... So war das also. Ja, warum? Ey, das ist echt geil. Die Story ist echt geil. Und? Kann ich jetzt ein bisschen rumgehen? Ich hab dich früher Papa genannt. Das hast du. Dann ab sofort nenne ich dich wieder Papa. Ey, Papa! Gib ihm einen Kuss auf die Wange. Es tut mir leid, Papa, dich an dir gezweifelt habe. Oh, oh, Safe State, oh. Ganz toll gemacht. Und? Ich lasse dich aus dem Schloss, aber sei bitte vorsichtig, pass auf euch sehr auf. Zählt auf uns. Jetzt bin ich dran. Und wer kommt denn jetzt? Der Melchior. Melchior? Ist noch Platz für mich auf dem der Biene? Ich würde aus der Regenbogenmuschel gerne ein paar Waffen machen. Endlich Arbeit, seht und lernt. Warte mal, erstmal mit dem König reden. Wir brauchen so einen komischen Schlüssel. Von ihm? Tut mir leid, Freunde, das ist mir furchtbar peinlich. Passt auf Prinzessin Nadia auf, okay? Okay. Falsche Ecke hier. Wo ist denn Melchior? Er muss doch irgendwo hier sein, oder nicht? Okay, hier nicht. Da war sowieso nichts, was auf uns wartet. Verschlossen. Warte, ich will mal zum Gerichtshof. Weil der ja was war. Ey, die Musik ist echt geil. Du hast einen Jakra-Schlüssel halten. Ah, den Schlüssel brauchte ich, um diese Truhe zu öffnen, oder wie? Din, 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 din. Wer kommt raus? Ah, der richtige Kanzler, endlich! Dieses Biest hat mich da drin gefangen gehalten. Prinzessin Nadia, eure Freunde, nehme ich an? Halt keine Zeit für sowas. Die Mondlichtparade will vorbereitet werden. Yeah, Mondlichtparade, yeah! Okay. Das wollte ich nicht. Din, 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 saves. Din, din, din. Okay, wo muss ich jetzt hin? Wo ist denn der komische Melchior? Tut mir leid für die kleine Störung. Und ich weiß jetzt, wo wir jetzt hingehen müssen und wo Melchior ist. Hab nachgeguckt. Und hier rein und da raus und dann noch wieder so. Und wir müssen jetzt zu der Muschel wieder. Da wartet Melchior auf uns und gibt uns was dafür. Aber ich hoffe, die Monster sind nicht da. Weil ich keinen Bock auf Monsterkämpfe habe, die so schwach sind. Wie soll ich an diese dummen Truhen kommen? Okay, hier ist die Muschel. Und hier ist Melchior. Das ist etwas Besonderes. Eine Rüstung daraus wehrt Magie ab. Kann entweder einen starken Prisma-Anzug machen oder aber drei weniger starke Prisma-Anhelme. Prisma-Helm. Ein Prisma-Anzug. Den Prisma-Anzug, es ist nur für die Dame. Ich hab's mir anders überlegt. Anders überlegt. Das ist einfach. Ja. Ich habe mal drei Prisma-Anhalme. Ganz sicher, ja. Gut, einen Augenblick bitte. Übertreib. So, fertig, auf Wiedersehen. Und weil ich da kann ich noch was machen. Ein Sollstein, ich mache eine Legierung daraus. So, fertig, auf Wiedersehen. Eine Prisma-Brille halten. Hey, glaub nicht, dass meine Trickkiste erschöpft ist. Hä? Warte, willst du mich verarschen? So fertig, auf Wiedersehen. Einen Regenbogen erhalten. Ich weiß endlich, dass ich etwas tue, dass sich auszahlt. WTF.
Prismahelm. Verteidigung erhält Status. Mir fehlen irgendwie die Worte. Ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Maximiert Angriffskraft. Regenbogen erhalten, aber... Für wen war Regenbogen? Oha! Dankeschön. Nova Rüstung. Ewig Panzer. Prisma Helm, kriegst du mal. Du kriegst mal auch ein, oder? Oder warte, Frog könnte eins gebrauchen. Prisma Helm. Ayla. Prisma Helm. Aber WTF, was er aus so vielen Sachen gemacht hat. Ach, okay. Okay, jetzt ist er fertig. Denke ich jetzt mal. Habe ich jetzt die ultimative Waffe für ihn? Ich weiß es nicht. Din, 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 din. Aber eine Krone-Trigger, das war ein Ei also. Also, ich verstehe nicht, was der Zusammenhang ist, aber egal. Egal, die nächste Zeitquest wartet ja sowieso auf uns. Und wir gehen mal... Ich habe deine Sache vor. Ende der Zeit. Und zeigen ihnen mal, dass wir ihn gefunden haben. Also erschaffen haben, also diesen komischen Kauz. Aussteigen, aussteigen, volle Kraft voraus. Aussteigen. Und weg mit uns. Alter Mann, hey. Hey, wie geht's dir, ey? Ihr wollt Lavos bekämpfen, korrekt? Viele Pfade stehen euch offen. Nehmt den Eimer oder steuert die Flüge der Zeit zum Tag des Lavos. Oder besucht das düster Roman, das über eure Welt am Himmel schwebt. Lavos ist mit ihm verbunden. Es liegt an euch zu entscheiden, wann und wo ihr Lavos bekämpft. Aber ihr seid die Einzigen, die gegen ihn eine Chance haben. Allerdings seid ihr nicht allein. Ich habe eine ungefähre Ahnung der Dinge, Menschen und Orte, die euch Kraft geben. Ein Flüchtling in der mittleren Ära, Össi, haust in einem bösen Fort. In der Zukunft gibt es ein Problem, wo die Maschinen entstanden. Jemand von euch ist einer Person in Not sehr nahe. Findet sie rasch. Nur wie ihr die Lebewesen um euch bereichert, so verhelfen sie. Wendet eure Potenzial und wenn sie... leider muss ich... Okay. Irgendeine Person bei uns in der Nähe ist, leidet oder wie? Okay, irgendeine Person leidet. Össi weiß nicht ja, wo ich hingehen muss und... Volle Kraft voraus, aber wer ist die Person, die leidet? Ich glaube, das werde ich auch mal nachgucken. Also, Össi ist in der mittleren Ära. Denn, lass uns gehen. Okay, bald sind wir mit der Sidequest fertig. Das ist die vorletzte Sidequest. Okay, sein Versteck war da irgendwo in der Nähe. Als ich rumgeflogen bin, habe ich doch das irgendwo hier gesehen. Hier ist es doch. Oder nicht? Kann ich da eigentlich rein? Okay, ich kann da nicht rein. Din, 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 safe state. Din, 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 din. Össi ist fort. Össi, du Bastard. Hereinspaziert. Dieses Fort Össi des Großen. Was zum? Ups. Oh, ihr wieder. Warte. Raus hier. Ja, davon träumst du. Du träumst davon, dass ich hier rausgehe, aber das passiert sowieso nicht mehr. 42. Wieso ist der so stark unterlevelt? Kannst du dich irgendwie nicht durchsetzen bei hier? Ihr nervt einen fiesen Nichtsnutze. Oh, ihr werdet um Gnade winseln. Flair. Der Räter. Flair Räter. Eine Kreuzung zwischen... Du hast gerufen. Oh, wenn das nicht Sir Markus ist. Wen hast du bestochen, um hier reinzukommen? Verräter, wie du verdient verprügelt. Oh, großer Össi, halte dich fern und lass mich diese Schwachköpfe übernehmen. Ich zähle auf dich, Flair, Räter. Okay, macht euch auf eine nette Rauferei gefasst. Flair Plus. Dunkle Bombe bei dir. Du machst mal Leuchten auf dich. Du machst dann Schock auf sie. Ach, das wird ein sehr, sehr großer Spaß. Weil sie 6000 Lebenspunkte hat und das wird schnell vorbeigehen. Stirbst du?
Okay, das hat sich erledigt. Das hat sich schnell erledigt. 20 Tech-Punkte. Markus, habe ich nächste Stufe. Ach du Kacke. Oh, wartet nur. Wir werden es euch zeigen. Ja, das war der erste Kampf. Der nächste Kampf ist gegen den... Ihr wisst schon wen. Tag! Ihr seid nun gewöhnliche Diebe. Jeder, der meine Schätze zu gestehlen versucht, wird eines sehr grausamen Todes sterben. Din, 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 din. Und nichts wie weg. Din, 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 din. Voll hochgenommen. Össi ist in der Klemme. Raus hier. Ach du verdammte Kacke, die Musik ist so Männer abgegangen. Ach du hochgenommen. Kann ich auch runterfliegen? Nein, anscheinend nicht. Und wer erwartet mich hier? Ihr gebt immer noch nicht auf? Gut, dann setz hier aber aus. Slash. Flash, komm Slash. Ach, dich will ich auch schnell besiegen. Was willst du denn? Slash, ich verlasse mich auf dich. Ach komm. Zuerst wollte ich es nicht, aber jetzt drehe ich euch doch den Fleischwolf. Fertig? Ja, ich bin fertig. Leuchten auf dich. Du machst dann dunkle Bombe auf ihn. Du machst dann Schock bei ihm. Und dann ist das alles geklärt. Die werden sowieso alle als Gegner noch kommen. Okay, dunkle Bombe. Und weg mit dir. Oder? Ja, er ist weg. Ach, das war ein Witz von Gegner. Autsch. Ja, geh weg. Geh in die Ecke schmollen. Das ist dafür, dass du so schwach bist. Din, 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 din. Los, ihr Süßen. Ja, erwischt. Du Wichser. Ja, dafür haben wir diese Schatztruhe hier. Aber wie viel LP hat... Oh, oh, du Wichser. Heilstrahl. So und so. Du elender Homo Sapien, du wirst dafür sterben. Und ich weiß, dass hier ein Geheimgang ist. Ich habe auch eine Let's Play gesehen. Todessichel. Bitterhelm. Bittercape. Und hier ist was. Magiepille. Alles ist für ihn bestimmt. Todessichel. Todessichel. Bitterhelm. Bittercape. Das war alles. Und... warte mal. Wir haben so viele Sachen. Sortieren. Objekte. Kraftpille, Magiepille, oha, wir haben so viel. Okay, Save State. Das haben wir jetzt erledigt. Und jetzt kommen alle auf einmal. Hehe, nicht so schnell, Freunde. So leicht werde ich euch nicht machen. Össi Hose. Flair Weste. Schlitzer 2. Ah, okay. Wir brauchen sie. Also deswegen, weil, ihr habt gerade gelesen, ja, was für Attacken, also was man hier bekommen kann von denen. Hihi, nicht so schnell, Freunde, so leicht werde ich es euch keineswegs machen. Össi Hose, Flair Weste, Schlitzer 2. Diese einzigartigen Objekte machen uns unschlagbar. Denkt ihr, wenn ich die geklaut habe? Din, 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 din. Wollzahn auf Slasher. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, seinen Schwert brauche ich sowieso nicht mehr für mich. Putzig. Ach ja, sie hat noch die... Okay, weiter geht's. Wieder kurz gestört, aber wie immer. Tornado. Aber wollte ich nicht von allen die... Ach, scheiße, ich wollte ja die Item... Ach, scheiße, ich musste von denen klauen. Und? Fleet.
Okay, da muss ich. Okay, da klaue ich einfach von dir. Venusfalle. Klau erstmal seine Sachen. Schlitzer brauche ich nicht. Flair Wiste hätte ich gern gebraucht. Okay, du bist weg. 914. Und so. Ach komm, du bist so ein Schwächling. Dich wollte ich schon immer verprügeln. Und wo ist dein komischer Schild, den du hattest? Und bam, 380. Weg mit dir. Und weg mit dir, habe ich gesagt. Weg mit dir, habe ich gesagt. Super, 5000 Erfahrungspunkte erhalten. 3000 Gil erhalten. Alle erreicht diese Stufe. Auch ohne. Ja. Was zur Hölle? Ja, was zur Hölle? Was zur Hölle? Und so, sehen uns mal die Özzy-Pants an. Özzy-Hose. Keine Ahnung, was sie denn macht. Ich lasse es einfach mal. Und Sprintring. Sichtcape. Den Sprintring brauche ich vielleicht später für den komischen Robo. Din, 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 din. Ich darf nicht verlieren. Was würde aus meinen Mystikern? Ich muss gewinnen. Ich mache wieder ein Safe State. Ich mache Angriff so, Angriff so. Worauf zielst du denn? Okay, ich habe gerade was gesehen. Angriff auf die hier. Ja, erwischt. What the fuck? Adios, amigos. Okay, du Wichser. Hä? Okay, dann mache ich das einfach mal. Hey, ich verstehe es jetzt nicht, den Kampf. Ich verstehe es nicht. Ja, erwischt und... Aber muss ich das machen? Das ist die bessere Frage. Adios, amigos. Ja, alles klar. Ja, komm, einfach wieder nach oben. Und was kommt jetzt wieder? Und nie, nie werdet ihr mich besiegen. Okay, wie oft muss ich das machen eigentlich? WT. Oh, eine Uschi. Sag jetzt nicht die Uschi-Katze. Nein, nicht diesen Schalter. Ah, die Katze. Die Katze hat ihn hochgenommen. Ich mag es, wenn er schreit. Hochgenommen. Yes, sir. Was versucht er nun zu erreichen? Keine Ahnung, er ist ein hoffnungsloser Fall. Ein hoffnungsloser Fall. Okay, das war jetzt das hier. Das war sein Schloss. Das war die Sidequest. Das war Özzy. Özzy ist tot. Özzy taucht nie wieder auf. Das ist auch toll so. Und seht euch mal die Effekte an, was jetzt geschieht. Mit der Welt. Warte, wann war das letzte Mal, dass ich gespeichert habe? Okay, das war vor kurzem. Okay, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Okay, jetzt gehen wir wieder nach Medina. Wo war das denn? Das Land der Mystiker. Okay, das war hier. Das war das Falsche. Das war hier. Nein, das war auch falsch. Warte, wo war das jetzt im Teufel wieder? Wo zum Geier war das jetzt wieder? Achso, Robo arbeitet hier immer noch weiter, ist klar. Ist der klar? Achso, okay, das ist Medina. Das hab ich total vergessen. 1000 AD. Und da wir ja diese komischen Bastard von Özzy besiegt haben, musste ich auch was hier was getan haben. Glaub ich jetzt mal. Ältestenhaus, wie seid ihr jetzt drauf? Wer bist du? Ja, Herr, ich räume mit Stolz auf. Nein, ich schone mich nicht. Diese Arbeit ist brutal. Okay, sind die Menschen jetzt die Regierenden? Bin Bandoi. Baue die Fähre zwischen Medina und dem Friedhofsdorf.
bin Medinas Oberhaupt. Fühlt euch wie zu Hause. Din, 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 din. Yeah. Moonwalk von der Seite. Diese Arbeit ist brutal. Yeah. Moonwalk zur Seite. Yeah. Din, 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 din. Wohnhaus. Und hier? Hey Leute, lange nicht gesehen. Gibt's was Neues? Wir anstatten bald ein Festsegeln zwischen den Friedensdorf und Medina. Also Friedensdorf ist das bestimmt das, wo Cyrus war. Laden. Kann ich euch helfen? Lichtprobe, nee. Okay, das haben wir jetzt alles schon gehabt. Und du? Es ist so friedlich. Yeah, es ist alles so friedlich hier. Das ist doch toll. Das ist doch Medina-Stube. Okay, hier kann man bestimmt pennen. Was machst du hier? Hey, das schmeckt super. Denn es ist so friedlich. Yeah, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich mag es, wenn es friedlich ist. Okay, die nächste Zeitquest findet in der Zukunft statt. Melchers Hütte. Und du? Das Düsterum schwebt am Himmel. Weder von Mystikern noch von Menschen geschaffen. Was wird es bringen? Din, 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 din. Und die Leute finden das auch noch schön, okay? Ich finde es eigentlich hässlich, aber egal. Din, din, din. Okay, die nächste Zeitquest findet in der Zukunft statt. Aber da sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.